Herzlich willkommen zum Rundspiel zwischen der BSG Wismut Gera und der SG Schlotheim Neustadt. Ein Spieltipp für heute. Wismut muss gewinnen. Richtig. Heute zählt nur ein Sieg. In Ordnung? 2-0 für Wismut. Passt. Zählen tut, was im Tor ist. Das ist wohl wahr. So. Gewinnen müssen wir. Egal wie, wenn es ein dreckiges Spiel wird. 3 Punkte. Auch eine Variante. 2-0. 2-0. 2-0, das ist jetzt schon das zweite Mal 2-0. Ja. Ja? Hoffen wir, dass es klappt. Sehr schön, für wen ist der? Für meinen Sohn Emil. Aha, und wie geht das Spiel heute aus? 4-1. 4-1. Und wir liegen aber nach der Halbzeit 1-0 zurück. Die Nummer 3, André Freireis, die Nummer 7, Sandro Offenhammer, die 8, Lukas Bergmann, die Nummer 9, Kapitän René Gernschild, die 10, Götze Kuma, die 13, Gerrit Daniel, die 14, Steve Daniel, die 19, Philipp Körnig, die 20, Steve Becker und die 22, Christian Schmidt. Auf der Ersatzbank nehmen vorläufig Platz die Nummer 15, Uba Sila Hulu, Nummer 16, Arnold Zumbani Bila. Die BSG Wismut Gera spielt wie folgt. Im Tor mit Nummer 1, Marc Reiter. Mit Nummer 2, Kapitän Pierkowski. Die Nummer 3, Lippold Thomas. Die Nummer 4, Danny Nagel. Die Nummer 5, Ronny Steinbach. Die 6, Steve Lippold. Die 7, Steffen Nowanski. Nummer 8, Anke Jahn. Die 9, Markus Gara. Nummer 10, Rene Steiniger. Und Nummer 11, Weizes Wezel. Auf der Bande in der Platz, Arbeitstorwart Nummer 12, Lieber Thiele, Nummer 13, Kai Fitzthum, Nummer 14, Tom Bieber, Nummer 16, Sieben Obst. Rene Roberti ist Udo Kahn. Das Spiel steht heute unter Leitung von Timo Wenzel als Rundsatzhäuser. Nun zur Seite Stefan Reuter und Josef Kahn. Ja.
Aber bei mir, was ist es? Das war das Wunschergebnis der Zuschauer. Was sagt ihr dazu? Ja, schöne, erkämpft, reicht. 6-Punkte-Spiel gewonnen. Jetzt fahren wir Freitag nach Gotha und da haben wir die nächsten Punkte. Sehr schön. Wir haben ganz schön Ahnung vom Fußball. Guter Tipp. Ich hätte ganz viel zu tun gehabt, ja? Hey! Zum Glück ist der Bille gar nicht gewesen. Rechts ist die schwache Ecke.